Hallo zusammen, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um die Pflege meiner abnehmbaren Anhängerkupplung. Also bleibt dran, los geht's. Und zwar werde ich das Ding erstmal vernünftig sauber machen. Dazu nehme ich ein bisschen Küchenrolle und Bremsenreiniger. Ich sprühe das direkt aufs Tuch, damit das nicht an den Kugeln vorbei ins Innere der Kupplung läuft und da irgendwas entfettet. Nebenbei erwähnt, ich filme hier nur meine privaten Arbeiten und das ist weder eine sach- noch fachkundige Anleitung. Und kommt ihr eines Tages mal ohne euren Anhänger nach Hause, kann ich da nichts für. Der Zapfen ist jetzt erstmal grob gereinigt und die Kupplung ist arretiert. Das heißt, die Kugel zum Auslösen ist locker, ich kann die ein bisschen reindrücken und werde das jetzt auch nochmal auswischen. Das gleiche mache ich jetzt auch mit den oberen drei Kugeln. Dazu muss ich das Handrad spannen. Jetzt sind die alle locker. Ich kann die reindrücken und ich mache da drin nochmal ordentlich sauber. Lassen sich die Kugeln bei gespanntem Handrad jetzt nicht reindrücken, dann ist an der Kupplung wahrscheinlich irgendwas defekt. Entweder ihr sucht am besten eine Werkstatt auf oder ihr guckt mir ja rechts oben in mein Video rein. Da sieht man, wie man so ein Ding zerlegt. Ja, einen neuen Handschuh brauche ich auch. Und weiter geht's. In gespanntem Zustand kann man jetzt hier unten so eine kleine Kugel sehen. Die wird hinterher gesperrt durch das Schloss, wenn man das Ding verriegelt und abschließt. Die kriegt jetzt hier so ein bisschen Schmiermittel erstmal rein. Ich schmiere die ganze Kupplung erstmal hier mit so einem dünnflüssigen Schmiermittel, dass das an der Kugel ein bisschen vorbeiläuft und einwirkt. Links für meine verwendeten Materialien findet ihr in der Videobeschreibung. Guckt einfach mal rein. Und auch die oberen drei Kugeln kriegen jetzt erstmal ein bisschen Sprühöl ab. Die sind ja noch locker, weil das Handrad noch gespannt ist, also kannst auch da ein bisschen reinlaufen und ein bisschen einwirken lassen das Ganze. Nach ein paar Minuten löse ich hier mal die Kupplung aus. Na, ordentlich treffen die Kugel, genau. Zugleich ein Funktionstest, das hat geklappt. Jetzt wische ich das Überschüssige, was hier rausgedrückt wurde, ab und werde auch noch diese Auslösekugel fetten, beziehungsweise erstmal ölen. Dann auf zur zweiten Runde. Ich spanne das Handrad wieder und alle Stellen, die ich schon geölt habe, kriegen jetzt noch ein bisschen Fett ab. Dazu drücke ich jetzt die losen Kugeln wieder rein und nehme mir mein Fett. Ja, ich habe hier Liquimoli Langzeitfett irgendwann mal besorgt. Man kann auch ganz normales irgendwie Kartuschenfett oder sonst was nehmen. Ich habe mit dem Verein hier keinen Vertrag und habe mir das selbst gekauft. Ja, ich nehme so ein bisschen, drücke das jetzt hier in die Mulden hier an den Kugeln oben rein. Die Hälfte drückt beim Entspannen eh wieder raus. Alles Überschüssige hier gleich einmal ringsrum schmieren und hier bei diesen Keilen, bei den dreieckigen, kann man gleich mal erfühlen, ob da irgendwo Rostpickelchen sind oder so, die im schlimmsten Fall das richtige Einrasten der Kupplung verhindern. Sollte das der Fall sein, muss man versuchen, das vorsichtig zu entfernen, ohne zu viel Material abzutragen, damit die Kupplung hinterher vernünftig drin sitzt und nicht wackelt oder locker ist, weil man dann wohl eine neue bräuchte. Jetzt fette ich am Handrad noch diesen kleinen Spalt hier unten mit einem Wattestäbchen, bisschen Fett drauf, einmal ringsrum und fertig. Jetzt nochmal die kleine Kugel auslösen. Vielleicht treffe ich diesmal besser. Ach, beim zweiten Mal. Super. Und jetzt da nochmal ein bisschen Fett reindrücken. Oben, wie gesagt, das ist jetzt rausgequollen, weil die Kugeln rausgekommen sind. Alles nochmal verteilen. Gut ist. Dann noch den Schlüssel abziehen und das Schloss pflegen. Am besten nimmt man dazu als Schmiermittel Graphitpulver. Ha, ich habe meins natürlich mal wieder verlegt. Keine Ahnung, wo das ist. Vielleicht finde ich es noch, dann mache ich nochmal was rein. Ansonsten, wenn der Schlüssel nicht drin steckt, kommt am besten, vor allem im Betrieb, die Schutzkappe drauf. Solltet ihr keine mehr haben, dann ratet mal, wo es einen Link dazu gibt. Also guckt in die Videobeschreibung. Und zum Schluss noch erwähnt, gibt es natürlich verschiedene Bauformen von solchen Anhängerkupplungen. Ich habe hier meinen alten Ersatzteilspender. Da erfolgt die Auslösung nur zur Demonstration hier vorne über diesen Nupsi. Wie man sieht, ist bei dieser Kupplung der Schloss defekt. Wie man das austauscht, könnt ihr auch rechts oben in meinem verlinkten Video sehen. Ich habe mich jetzt mal nach draußen verlagert und hier geht es weiter an unserem VW T5. Erstmal den Stopfen hier von der Aufnahme abmachen, so einen braucht man auf jeden Fall auch, um den Eintritt von Dreck, Spritzwasser und so weiter zu verhindern. Ich werde das Ding erstmal sauber machen, habe mir bei Lidl so eine Flaschenbürste gekauft, die lag gerade rum für 1 Euro.
Die werde ich jetzt mal auf meine Bedürfnisse anpassen. Soll heißen, ich knipse einfach hinten den Griff ab. Zack. Und kann jetzt das Teil in meinen Akkuschrauber einspannen. Vorher sprühe ich ein bisschen Bremsenreiniger in die Aufnahme und kann dann mit der Bürste loslegen. Nochmal ein bisschen trocken gewischt das Ganze, die Reste raus. Zudem die Bürste nochmal ein bisschen sauber gemacht und abtrocknen lassen, denn jetzt kommt hier auch das Fett drauf. Kleiner Special-Effekt am Rande. Da ist es und ab damit. Der Schrauber steht jetzt auf langsamer Stufe, einfach nur um das Fett da überall gleichmäßig zu verteilen. Mal schneller Vorlauf, das war's schon. Jetzt können wir von unten reingucken. Ja, viel zu sehen gibt's nicht. Voll verrostet sieht das nicht aus. Auch hier drauf achten, wie bei den Dreiecken, dass hier in den Auskerbungen keine Rostpickelchen oder irgendwas sind, die den Haken dann blockieren könnten. Ist auch hier bei mir nicht der Fall. Also werde ich das Ding jetzt mal spannen und montieren. Zack, rein damit. Bastet sofort ein, einwandfrei und sitzt absolut fest ohne jegliches Spiel. So muss das sein. Und am Handrad hier unten zu sehen, grün steht jetzt auf grün. Das Ding hat verriegelt, alles ist okay, ich kann den Schlüssel abziehen. Und jetzt im Betrieb oder während der Fahrt auf jeden Fall die Schutzkappe drauf. Wer sich jetzt fragt, den Kugelkopf fetten oder nicht, hat man einen Anhänger mit Anti-Schlingerkupplung oder montiert einen Fahrradträger, der drauf geklemmt wird oder eine Gepäckbox, dann muss der auf jeden Fall entfettet werden und am besten auch der Lack abgeschliffen, damit die Bremsbacken von der Anti-Schlingerkupplung zum Beispiel vernünftig Grip haben und auch die Klemmbacken vom Fahrradträger. Natürlich sollte der Kopf nicht auf Erbsengröße runtergeschliffen werden. Ja, beim normalen Anhänger kann Fett durchaus nicht schaden. Als letztes noch kurz zur Stromversorgung bzw. Steckdose. Auch hier kann ein bisschen Pflege nicht schaden. Ich werde hier die Kontakte einfach mit ein bisschen Batteriepolfett einschmieren. Auch sowas habe ich noch in der Garage rumliegen. Mal wieder Liqui Moly. Ihr könnt auch jedes andere nehmen. Ich habe hier ein Wattestäbchen, da habe ich vorne den Wattekopf einigermaßen entfernt. Dann passt das Ding relativ genau dort rein. Einmal kurz in jeden Kontakt eingeschoben, bisschen rumgedreht. Fertig. Falls was daneben gegangen ist, schnell nochmal ein bisschen sauber machen. Und dann ist auch das erledigt. Und nochmal zurück zur Kupplung. Wenn ich die jetzt nicht mehr benötige und wieder entfernen möchte, ganz normal demontieren das Ganze. Und dann auf jeden Fall den Stopfen wieder drauf. Habe ich schon erwähnt, wo es einen gibt, wenn ihr keinen mehr habt? Ha, ich lasse es lieber. Ich habe hier im T5 so ein Styroporteil, wo der Haken eigentlich reinkommt. Eine schöne Dreck- und Staubfalle. Den frisch geschmierten Haken da reinstecken ist ziemlich blöd oder sinnbefreit. Deswegen am besten in eine Tüte einpacken oder sonstiges. Ich habe hier so eine alte, ja, kleine Mülltüte. Da wickele ich das Ding drin ein und werde das dann da reinstecken. Man kann natürlich auch irgendeine alte Tupperbox oder sonst irgendwas nehmen. Dann würde ich jetzt mal sagen, hier ist Zapfenstreich. Ha, für mich ist das Kapitel damit abgeschlossen. Der Haken ist gepflegt, einsatzbereit. Das war's. Hat es euch gefallen oder könnte ich euch helfen? Ich freue mich riesig über Likes, Kommentare oder ein Abo. Dann macht's mal gut, bis zum nächsten Mal, gute Fahrt und tschüss.